Boah, was ist das herrlich, ne? Sonne, Frühling, Ruhe, Entspannung. Hermann! Warum bist du denn heute pünktlich beim Spiel? Ist bei McDonald's Ruhetag? Boah, ja, in der zweiten Bundesliga ist richtig spannend, ne? Da sind gerade asiatische Wochen. Die 42 süß-sauer zum Mitnehmen. Vier Teams an der Spitze mit der gleichen Punktzahl, ne? Und jetzt natürlich die Frage, wer steigt auf? Ja, wird schwierig beim HSV, weil die haben in den letzten Jahren beim Mannschaftsabend zu oft was gespielt? Viel gewinnt. Stefan, was machst du denn für Dehnübungen? Du machst doch sonst auch nur ungewollt Gymnastik im Gelenkbus. Ja, und am Freitag ist endlich wieder Let's Dance, ey. Boah, kann ich meine Gudrun schön vor die Glotze hocken und mit euch schön spielen, Fußballquiz und Pilzkin trinken. Andi, kannst du tanzen? Ah, so mit Ball und so, ja? Dann tanz ab! Schalke 04 wollte ja auch mitmachen bei Let's Dance, ne? Aber die können ja kein Tango tanzen, da muss ja führen. In Gelsenkirchen, ne? Das ist das Motto der kompletten Saison, der Tanz auf der Rasierklinge, ey. Schalke 04 bei Let's Dance, ey. Der Joachim Lambi, der hätte denen noch weniger Punkte gegeben, als sie jetzt schon in der Bundesliga geholt haben. Kevin! Boah, ey, das ist ein Typ, ne? Wenn der in die Disco geht, der hat das Motto, ne? Lieber beim Tanzen umfallen, als bis zum Umfallen tanzen. Boah, ey. Joachim Lambi, der fehlt ja noch als Schiedsrichter. Ne? Bei einer Blutgrätsche kriegst du statt einer Karte, kriegst du einfach so eine Tafel angezeigt. Machst du bei dem als Spieler, ne? So ein Tanz an der Eckfahne, alleine, ne? Dann kriegt dein Tanzpartner noch richtig einen auf Nüsse, ne? Wegen schlechter Haltung. Und als Höchststrafe, ne? Kommt am Ende vom Lambi die Hebefigur mit Rainer Kallmund. Lecker, lecker, lecker. Der Lambi wäre für mich ja der perfekte Impfstoff, ne? Guck dir dich nur an, sagt das Coronavirus schon. Komm, ich gehe freiwillig. Hey, Schiri! Das war doch ein Elfer! Was heißt denn hier? Beruhig dich mal, Uwe, beruhig dich mal! Hast du eine Cola mal an Mentos geschmissen? Pff. Ja, und bei den Bayern, da gab es diese Woche in der Champions League schon mal Weißwürste aus dem Römertopf, ne? Wie ist es in der Schule schon so schön? 7:5:3 schlüpft Rom aus dem Ei und im Achtelfinale war es vorbei. Und das alles ohne Thomas Müller. Der hat ja gesagt, ich muss wieder aus dem Stall. Hat er nicht so eine EU-Besamungsstation zu Hause für Zuchthengste? Komm, ich will jetzt mit meinem Kopfkino hier nicht die Pferde wild machen. Wobei, wir hatten ja letztens was Furchtbares, ne? Schimmel in der Kabine. Meine Tipps gegen oder für Schimmel in der Kabine. Ganz langsam rein. Mit einer Karotte Schimmel rauslocken. Hermann, komm mal ruhig! Sag jetzt mal gar nichts mehr! Seit wann gibt denn hier der Pudding Kommandos? Nur Stress mit dem im Tor, ne? Wobei, geile Geschichte, ne? Knett, so heißt der Torwart von Wacker Innsbruck, ne? Der ist für ein Spiel letztens ausgefallen, weil er sich, Achtung, beim Steakbraten die Hand verbrannt hat, ne? Hat dann seine Frau fertig gemacht, das Steak und so weiter und so fort. Mein Hermann ist ja vor 2 Wochen auch ausgefallen, ne? Der hat sich selbst in die Hand gebissen, weil er gedacht hat, ist ein Schnitzel. Christian, wenn du keinen Bock mehr hast, ne? Dann wechsel doch einfach den Verein. Ach, hat's schon? Ein Lockangebot? Von wem denn? Von der Deutschen Bahn? Boah, ey, ich bin auch so eine Mischung aus Dompteur und Delfintherapeut, ey. Manchmal kriege ich Anfragen von Delfinen, ob die nicht Bock haben, mit meiner Mannschaft schwimmen zu gehen. Ah, vielleicht ist ja dies Jahr wieder Sommerfest, ne? So mit Grillen und allem Zip und Zapp, ne? Unser Clubhaus, ne? Zweigeschossig, ne? Vor 2 Jahren, ne? Andi und Stefan, die stehen oben auf dem Balkon, ne? Beide 8er-Tür auf dem Kessel. Fällt der Stefan vom Balkon runter, der Andi so: Sag mal, hast du was gebrochen? Ja. Ein bisschen Nudelsalat. Hermann, das Einzige, was du dieses Jahr abnehmen willst, ne, ist die Maske.